Moin Leute, ich habe für euch heute mal eine Spezialfolge im Gepäck und deswegen bewege ich mich auch einfach mal ein bisschen. Und wer sich jetzt denkt, Jonas, wo bist denn hin? Leute, heute ist es ein bisschen interaktiv. Wir machen hier eine 360-Grad-Aufnahme. Das heißt, ihr müsst mitscrollen, um zu sehen, wo ich gerade bin. Wenn ihr euch sagt, ich will gar nicht sehen, wo du bist, ich will mir die Werkstatt angucken, kein Problem, das könnt ihr auch machen. Hören tut ihr mich ja trotzdem. Wir fangen hier an. Das ist meine Panhans Formatkreissäge und jeder Tischler weiß, so eine Formatkreissäge, das ist schon wirklich das Herzstück einer jeden Werkstatt. Egal, ob wir jetzt Massivholz oder Plattenwerkstoffe bearbeiten, jedes Projekt geht hier rüber. Und was ich an meiner Formatkreissäge besonders mag, ist, das dürftet ihr heute durch diese Aufnahme auch sehen können, ich habe da unten sogar mein Logo drauf und das ist natürlich sehr, sehr cool. Diese Formatkreissäge ist einer meiner ältesten Maschinen. Wir können aber auch mal eine der neueren angucken. Und zwar meine Tischfräse. Und die meisten werden wahrscheinlich wissen, so eine Tischfräse war früher immer ein bisschen gruselig, gehört aber trotzdem in jede Werkstatt. Und ich muss sagen, diese Tischfräse hat meinen Arbeitsalltag extrem nochmal verändert. Ich hatte viele Jahre keine, bin aber sehr froh, dass ich jetzt eine habe und sie gehört fest hier rein. Die Lampen, ja gut, die gehören nicht ganz so fest hier rein. Aber wenn ihr mal eben an die Decke guckt, dann seht ihr, meine Beleuchtungssituation ist noch nicht ganz so gut. Deswegen haben wir hier heute ein paar Scheinwerfer. Scrollt doch mal rum und zählt, wie viele Scheinwerfer ihr seht und schreibt das unten in die Kommentare. Wir gehen in der Zeit weiter, gucken uns dieses Ensemble hier an. Das ist meine Abrichte und mein Dickenhobel. Und das ist natürlich das, was wir in der Massivholzbearbeitung jeden Tag brauchen. Hiermit können wir das wilde Massivholz in eine ganz schöne, geradlinige Form bringen. Und deswegen bin ich natürlich sehr, sehr gerne hier und verbringe aber ehrlich gesagt auch sehr, sehr viel Zeit hier an der Abrichte, denn wir wissen uns alle, Massivholz kann sehr, sehr störrisch sein. Apropos Massivholz, ich sehe da was, kommt mal mit. Wir haben hier zwei meiner aktuellen Projekte. Eins, was wir mit Maschinen herstellen, das wird ein Werkzeugschrank und eins, was ich nur von Hand bearbeite. Viele von euch wissen, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Handwerkzeugen und bei diesem wunderschönen Nussholz macht die Bearbeitung von Hand auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Sinn. Wenn ich übrigens hier so stehe, diesen Scheinwerfer, den könnten wir eigentlich auch hier stehen lassen, weil der macht sehr gutes Licht für einen Raum, den wir uns jetzt angucken. Also kommt mal mit. Schön mitscrollen. Ah, wer mir schon etwas länger folgt oder öfter Ligner TV guckt, weiß, mein Lager ist immer noch ein Ort der Katastrophen. Aber es wird langsam. Hier ist auf jeden Fall mein Holzlager und hier lagern all die schönen Massivhölzer, die wir regelmäßig verarbeiten. Hier zum Beispiel diese 8 cm dicke Mahagonibohle. Das ist schon wirklich richtig, richtig geil. Der Rest, naja, ihr seht, ich muss hier noch ein bisschen umorganisieren. Und wenn man nach unten guckt, sehen wir auch, streichen muss ich auch noch. Aber das gehört dazu. Eine Sache ist dafür endlich mal fertig. Ich habe endlich einen vernünftigen Kompressor. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, weil jeder Tischler weiß, wir brauchen Druckluft. Und wenn es nur ist, um einfach mal vernünftig die Klamotten nach der Arbeit sauber zu machen. Das ist also echt ein richtig, richtig gutes Upgrade, was ich jedem von euch nur empfehlen kann. Was ich auch jedem empfehlen kann, der Musik macht, ein Tonstudio in der Holzwerkstatt. Das ist mein absoluter Lieblingsraum, mein Schlagzeugraum. Hier gehe ich rein, wenn ich mal eine Pause von der Arbeit brauche. Es gibt aber noch einen zweiten richtig, richtig schönen Topraum. Da gehen wir jetzt hin. Also kommt mit, schön mitscrollen. Denn wir gehen in den Bankraum. Kommt. Hier sind wir nun in meinem absoluten, ja, sagen wir mal, Zweitlieblingsraum. Der Schlagzeugraum ist schwer zu toppen. Aber wenn ihr hier mal nach unten guckt, dann müsstet ihr schon sehen, hier habe ich schönes Eichenparkett verlegt. Hier hängt die Tafel für das Projekt, was wir gerade erarbeiten, mit den Plänen dafür. Und hier steht natürlich auch meine Kappsäge. Und eine Kappsäge, das werden viele von euch wissen, braucht eigentlich jeder Tischler. Warum? Nicht nur in der Werkstatt ist sie sehr, sehr hilfreich. Auch wenn wir auf Montage müssen, ist eine solche Säge natürlich unverzichtbar. Was auch unverzichtbar ist, wenn man Tischler ist, zumindest wenn man mit Handwerkzeugen arbeitet, ist eine Hobelbank. Und wie schön, ich habe gleich zwei davon. Einmal meine alte und meine neue. Und ich muss sagen, meine neue gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist es auch der Ort, mein Lieblingsort, an dem ich jedes meiner YouTube-Videos starte. Hier stehe ich, beginne das Video und ich habe es nur sehr, sehr kurz, ein Schritt ist es, um zu meinen geliebten Handwerkzeugen zu kommen. Und hier sind tatsächlich Sachen dabei, die schon etwas nerdig sind, aber ich liebe einfach Handwerkzeuge. Wenn wir uns sowas hier mal angucken, könnt ihr jetzt auch mal sehen, das ist ein Nut- und Falzhobel. Und das ist einfach so ein abgespacedes, so ein cooles Werkzeug, was man sehr selten sieht, was aber unglaublich viel Spaß macht, wenn man es benutzt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das habe. Was wir aber auch haben, und das ist wirklich so ein bisschen was wie Kunst, sind meine ganzen Bridge City Werkzeuge. Wenn wir uns die angucken,
es fällt sofort auf, die sehen ganz anders aus, die sind total verrückt verarbeitet. Und das Schönste ist, man kann damit auch noch unglaublich gut arbeiten. Es macht wirklich einfach nur Spaß. Werkzeug auf Top-Qualität. Und damit kann man Jonas Winkler sehr, sehr gut locken. Davon bin ich ein Riesenfan. Natürlich bin ich sehr, sehr glücklich, dass die Sachen hier einen schönen Aufbereitungsort oder Aufenthaltsort haben, der aber noch etwas angepasst werden muss. Was auch noch angepasst werden muss, nächstes Mal gibt es natürlich wieder eine normale Folge. Was bedeutet jetzt normal? Normal bedeutet, wir gucken uns den Instagram-Account des Monats an. Wir gucken in die Fachzeitschriften. Was bedeutet, Jonas Winkler muss noch einiges lesen. Und wir widmen uns natürlich auch wieder euren Kommentaren. Und apropos Kommentare, dadurch, dass die Ligna jetzt erst im September stattfindet, haben wir natürlich mehr Zeit, eure Kommentare zu lesen und auch eure Themen zu bearbeiten. Also schreibt gerne einmal in die Kommentare, was sind die Themen, die euch interessieren? Was sollen wir für euch recherchieren, abdecken und zeigen? Also schreibt das in die Kommentare, schaut euch die ganze Werkstatt nochmal ganz in Ruhe in 360 Grad an. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, jede Ecke zu sehen. Denkt dran, zählt nochmal nach, wie viele Lampen hatten wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.